Herzlich willkommen zurück zur 66. Folge meines State of Decay 2 Projektes hier in der Todeszone. Ich bin euer Palzi. Das hier ist Andrea und die spricht mit Kim. Denn wir möchten ja wissen, ob unsere da zweimal Treibstoff auf jeden Fall, Reparaturkits werden auch langsam. Und wir haben über 4000, das ist halt sehr gut. Materialien nehmen wir immer. Wie sieht's aus mit Munition? Ich weiß jetzt gar nicht, hatten wir da noch was im Auto? Also in einem der Autos. Aber gegebenenfalls Munition kann nie schaden. Nehmen wir auch mit. Zumal wir jetzt hier wieder den Freundschaftspreis So, bekommen. what do we got today? Yeah, sure. Die neuen Schuss 22er nehme ich. Und die Schrot nehme ich sogar auch. Und dann haben wir da noch Stims und dann haben wir ganz schön eingekauft. Andrea. Mal gut, dass du keine Schuhe gekauft hast. Achso, den Packsack können wir ja zumindest mal in den Kofferraum tun. So, irgendwelche Quests offen? Nein. Es ist aber Nacht und ich mag jetzt nicht anfangen, solchen Herzen weiterzumachen. Also Ziel ist jetzt halt, wo wir den Außenposten haben. Entweder macht man da weiter, möchte ich aber nicht. Ich möchte jetzt eigentlich langsam Richtung Feuerwehrhaus und dafür müssen wir drei Seuchenherzen angehen. Das sind genau die drei. Wir haben unsere Staging Area hier. Und Braumeister zurückgelassen. I'm on the move. Don't go anywhere. Das ist da unten. Da könnten wir da noch vorbeifahren. Das Ding looten. Dann fahren wir auch so rum einfach. Gucken uns erstmal die Hütte an. Nee, das. Nimm mal den kürzesten Weg, Palzi. Das ist. Ach, ich weiß, wo das ist. Da können wir hier über die Eisenbahnbrücke fahren. Also da möchte ich so generell hin in die Richtung. Querfeld einfahren. Naja, schauen wir mal. Wir müssen ja irgendwann an die Bahngleise rankommen, wenn wir hier lang fahren. Und denen dann nur folgen. Da sind sie. Erlaubst du, wenn ich da einmal durchfahre? Hold on, I'm coming. Hallo Ellie. Wir haben letzte Nacht ein Alkoholfenster entdeckt. Ich habe mich besoffen und bin allein hier aufgewacht. Gefährliche Gegend für eine Kneipentour. Wir bringen dich nach Hause. Thanks, dude. Wo müssen wir hin? Don't stress it. Och da, ja, das ist ja passig. Aber ich möchte mir jetzt mal die Markierung setzen. Wir müssen irgendwie mal so Pi mal Daumen dahin zum Auslösen. Erstmal. Reinschmeißen. Treibstoff ist okay.
Videos wieder anwerfen. Die Moral ist halt nicht mehr so hoch. Deshalb kriegen wir, wenn ihr euch erinnert, 100% Aktionsgeschwindigkeit anlagen. Das heißt, es lief doppelt so schnell. Der ist ausgelaufen. Naja. Dann dauert es halt nicht mehr. Holzi, du hast doch keine Zeit. Doch, hab ich wohl. You made it back. There's gin in the back if you need a little hair of the dog. Gin? That's twice today somebody saved my life. Danke. Wir ziehen eine Brennerei auf, damit niemand sterben muss, um einen Drink zu bekommen. Du kannst gerne teilen, wenn sie fertig ist. Wieso sollte ich teilen? Du solltest teilen. Lass mich wissen, wenn du bereit bist. Alkohol ist heutzutage wertvoll. Ist das wirklich meine Meinung, Ellie? Ach komm, you are the best. What's shaking? So, die sind jetzt freundlich. See you soon, I hope. You got something for me? Yeah, okay. Man könnte Zeugs kaufen. 3 Mollys. Achso, das ist noch nicht der Freundschaftspreis, aber 75 nehme ich dir ab. So, was, Ellie, du bist, also du hast Barkeeping. Wo sind denn die anderen zwei hier? Hier haben wir Tim. Keinen fünften Skill. Und last not least, irgendwo muss doch noch einer stecken. Da? Ja. Oh, hey there. Chabela. Nochmal Barkeeping. Gut, oder auch nicht. Ist mir egal. So, wie ist der Plan, Palzi? Der Plan ist, dass gefühlsmäßig es heller wird. Das heißt, der Plan wäre jetzt, doch mal eins der Seuchenherzen anzugehen hier unten. Das sind 3, die diese Basis bedrohen. Ich würde bei der Tankstelle anfangen. Wir haben hier unten keine verbündete Enklave, auch keine neutrale. Das heißt, ich bin da auf mich alleine gestellt. Na, hier sind inzwischen auch schon wieder 2 drin. Aber das sieht doch aus wie ein gutes Ziel. Aber ich fahre erstmal nach Hause. Denn mit Andrea sind wir schon etwas unterwegs. Das heißt, irgendjemand anders muss sich dieses Seuchenherz annehmen. Juggy. Ich hoffe, der kommt nicht. See y'all later. Hopefully. Laufen. Mal wieder anwerfen. Waffenüberrest, aber wir sind. Also wenn ich die jetzt anwerfe, würde ich sagen, geben wir ins Rote. Von daher mache ich das gerade nicht. Munition ist. Nee, aber hier. Mal die reinwerfen. Dann jetzt 30 Materialien. Na komm, dann packt die auch in die zweite Reihe. Okay. Wie viel haben wir denn inzwischen gemacht? Ja, 20% etwa. Wäre natürlich gut, wenn sie ein Seuchenherz macht. Aber sie wird müde werden. Da gehe ich schwer von aus.
Was hatten wir dir gegeben? Die Thompson, ne? Dann stellen wir die jetzt auch auf Vollautomatik für die Basisverteidigung. Und müssen dann jemanden auswählen, der sich da kümmert. Das wird auf jeden Fall hell. Am meisten Seuchenherzen habe ich bislang erledigt. Ich habe es nämlich tatsächlich mal recherchiert. Baker. Baker hat von den 13, denn wir haben, nee, 14 haben wir ja inzwischen. Baker hat davon 5 gemacht. Eisfisch 4, Marsh 3 und Katie und Carpenter jeweils 1. Das heißt, wer eigentlich noch keinen hat, wäre Karen. Aber Karen hat doch immer Angst, Palzi. Ja, irgendwann muss man seine Äxte auch mal überwinden. Ne? Sie ist verstohlen. Ihr könnt natürlich auch eins der Powerhouse benutzen, also Marsh oder Eisfisch. Kraftpaket Verstohlenheit, Kraftpaket Einfallsreichtum. Eis, hast du Lust? Na klar, machen wir doch mit links. Der Arm hängt dir aber auch hübsch. So, leise Wumme. Die entsprechenden Patronen dazu. Was ist denn eigentlich an Mod installiert hier? Das ist die 22er Presse, okay. Dann mach noch mal einen Satz davon. Dass du ein paar mehr Kugeln hast. Dann brauchst du eine schwere... Oh, jetzt... Yes. Das müllt aber auch echt so schnell immer zu. Pack mal den Cannabo ein. Muss aber gucken, wie ich gleich mit der Belastung darstelle. Ich sehe Feuer, Rauch, Duftblock, Seuchenheilmittel, Nebenwaffe. Ja, und damit sind wir rot. Das gefällt mir nicht. Ist die Doppelaxt dann besser? Denn die liegt ja nur 10. Ja. Dann reparieren wir die aber auch noch. Okay. Mysteriöser Fremder. Wo ist er denn? Da. Anlocken von Zombies, okay. Gib her. Komm mal mit. 5 Seuchenproben, die können wir gleich hier erledigen, die Quest. Kommst du? Da müssen wir nirgendwo hinfahren. Aber um diese Quest zu erledigen... Machen wir ganz kurz wieder den Switch auf Andrea. Mach mal Licht an, damit ich weiß, wo du stehst. Ups, dahin. Damit sie das Ansehen bekommt für das für die Quest. 5 Seuchenproben sollten wir auf jeden Fall haben. Hey, I found it. All right. Shucks, I sure appreciate it. I wish there was a bigger way I could show my gratitude, but this reward will have to do. Take her easy. Uh-huh.
hier geht's richtig ab. Da ist noch nichts dazugekommen, aber bitte weiter Videos schauen. Dann wechseln wir wieder zurück auf Eis, den wir ausgestattet haben. Nochmal kurz einen Blick ins Inventar. Ah, da. Ich sollte mir mal echt eine Checkliste machen, die ich mir hier an Computer hänge. Denn du brauchst starke Schmerzmittel und du brauchst Energy Drinks. So, Tank. Gib mir einen zweiten mit, bitte. Da. Und dann fahren wir los. Runter die Autobahn und dann dahin. Kann ich dich dafür begeistern, mich mir zu folgen? Weg von unserer Basis. Ja, sollte ausreichen erstmal. Da lag wieder was. Das hat der Nachteil, ne? Man sieht es nicht. Ich weiß nicht, Bloater müsste man wahrscheinlich noch erkennen, weil ihr Bauch ja doch ein bisschen größer ist. Aber wenn da ein normaler Zombie hier im Wasser liegt, das ist... Vielleicht sagt ihr auch, ich habe den gesehen, der Palzi ist blind. Also... Aber ich habe ihn nicht gesehen. Das ist eine Horde. Oh, da war es kurz schwarz. Und hier ist das Feuerwehrhaus. Das wollen wir gerne haben als Basis. All quiet. At least as quiet as it can get this close to a plague guard. So, kann ich euch dafür begeistern, in einer Reihe zu stehen? Ja, fast. Kommt. Drei haben mitgearbeitet. Dann kommt da jetzt ein bisschen was raus. Die von da kommen rüber. Da muss jemand geschrien haben. Die sind auch ein bisschen neugierig für meinen Geschmack. Hier können wir mal was mit dem andrücken. Zu kommen. So, wo möchte ich denn parken? Die Leitplanke ist eigentlich gar nicht schlecht hier. Problem, wenn irgendwie eine Horde kommt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass die Straße entlang kommt. Ich möchte das Ganze wieder ohne Duftblock angehen, also Ziel ist jetzt erstmal ein Seuchenherz hier. Du bist weit genug weg. Fuck, my eyes are burning. Mal leer aus. Ja. Oh, Eis. Bist du bereit? Eisfrisch? Hm? Klar. Feral?
Aber ich müsste die 3 oder 4 Swings auf jeden Fall durchbekommen. Oh, 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 oh. Das ist nicht das, was ich möchte. Woran bin ich... Weshalb bin ich rübergeflippt eigentlich? Ah, ich kann mit Gas geben. Ist das vielleicht rückwärts fahren? Nee, er mag nicht flippen. Na, kommt er? Kommt er? Kommt er? Es geht aufwärts. Nicht gut ist natürlich, dass wir dabei jede Menge Sprit gerade verwenden. Und dann im Vollgasmodus in Bloater reinzubauen. Rein. Parken, raus und den Bloater erledigen. Bitte nur Kopfschuss, nicht unnötig Lärm. Satellitenübertragung ist durch. Das heißt, wir können hier jetzt Waffenüberreste verwerten. Wieder nicht getankt, also ich bin aber auch. So, Dackel ist hinter mir. Ich muss tanken, falls sie denkt dran. Da, oh, Bloater, Bloater, Bloater. So, falls sie kommen, nutzt die Zeit zum Auftanken. That's pretty heavy. Dann will ich wieder in meinen Parking-Spot da. Danke. Mal nach, sind nicht viel Kugeln, die fehlen. Da ist auch noch einer, den nehmen wir auch noch mit, denn der wird auch noch. Die Musik sagt mir, dass wir irgendeinen Zombie engaged haben, oder?
Juggernaut da oben. Die Dinge, die ich nicht brauche, Trainingsvideos waren beendet. Der Juggy, wenn er aber kommt, müsste direkt laufen, also nicht auf dieser Seite der Leitplanke, sondern direkt Richtung Tankstelle, und damit sollte für uns eigentlich alles in Ordnung sein erstmal. Achso, du hast ja verstohlen. Dead yet. You should be able to start securing this area now. Gut, das war das erste Seuchenherz hier in Prescott. Ich fahre zum Außenposten. Sprit ist okay. Wow. A lot of plague zombies around here. Wo sind die anderen beiden Screamer hin? Ich habe doch nur einen erledigt. Na gut. Nachladen. So, Eisfisch, hast du gut gemacht? Du hast deine Schuldigkeit getan. Das reparieren. Packen es dann weg. Du kannst weg. Eisfisch bekommt seine Portbreaker wieder. Und dann wird gewechselt. Wer macht das nächste Seuchenherz? Welches ist das nächste Seuchenherz? So, die zwei kommen noch in Frage. Das ist die Apotheke. Das könnte genauso, wenn die genauso aufgebaut ist wie die unten, diese Old Town Apotheke in Sawyer's Crossing, müssen wir vorher wieder testen, ob wir aus dem linken Fenster rausspringen können. Mag nicht nochmal die Dottie-Erfahrung machen. Und was haben wir hier? Das ist ein Müllhaufenhaus. Okay. Haus ist eigentlich okay. Das gefällt mir gut. Ich gucke jetzt gerade, ob es noch einen Außenposten gibt, den man hier claimen könnte, der nur von einem bedroht ist. Hier den Schuppen, aber den kann man eh nicht claimen. Hier kommt schon wieder das ins Spiel. Alright, Strangers, let's meet up. We need to talk. Haus des Brandmeisters, sieh nach, was Dawn zu sagen hat. Das klingt interessant. Das wäre wieder eine Quest, die man durchaus Andrea machen lassen könnte. Wie sieht's aus in der Basis? Wir gucken Videos. Ja, komm, dann darfst du. Andrea. Dann nimm wieder die Armbrust, nimm dir ein paar Bolzen, Sidearm, und dann bist du auch... Oh, da ist ein Infektionsherd drin, also nimm dir mal ein paar Mollys noch mit. Drei sollten reichen. Ja, aber
Was diese mysteriöse Übertragung zu bedeuten hat, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, viel Spaß mit Palzi beim Zombies überfahren. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir nehmen ja langsam doch Fahrt auf hier, was die Seuchenherzen angeht. Ja, wenn es gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Auf bald, euer Palzi.